Hallo Internet, ich bin der Pisi und wir schauen heute, ob dieses Lamm Kult ist oder eher mehr. Cult of the Lamb ist das vierte Spiel des 2016 gegründeten Entwicklerstudios Massive Monster, die bisher nur Plattformer gemacht haben, nämlich diese. Gepublished wurde das Lamm von Devolver Digital, die ihr vielleicht kennt von Spielen wie Serious Sam, Enter the Gungeon, Gris, Absolver, My Friend Pedro, Hotline Miami, Shadow Warrior, Angerfoot, Return to Monkey Island und The Talos Principle und auch noch vielen anderen Spielen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Cult of the Lamb wurde am 11. August 2022 veröffentlicht und ist auf allen aktuellen Konsolen sowie dem PC spielbar. Es ist ein Rogue-like-Simulations-Strategiespiel, was ziemlich eigenartig klingt, aber doch sehr gut zueinander passt. Ob es aber wirklich mehr ist als ein Binding of Isaac mit einem Schwert, das schauen wir uns gleich mal an. Die Story ist relativ einfach. Die vier Bischöfe wollen uns opfern, um damit eine Prophezeiung abzuwenden. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass der wartet, genau damit gerechnet hat. Ihre Exekution treibt uns direkt in seine Arme. Er bietet uns an, uns unser Leben zurückzugeben, wenn wir dafür einen Kult in seinem Namen gründen. Also sammeln wir Anhänger, die wir sowohl gut als auch schlecht behandeln können, um so die Kraft zu bekommen, um die vier Bischöfe zu töten. Unterteilt wird das Spiel in die Dungeons und in das Base Building. Die Dungeons sind unterteilt in vier verschiedene Settings, die je ihrem Bischof entsprechen. Jeder dieser Dungeons hat dabei seine ganz eigenen Gegner, auch wenn die Standardkultisten und ein paar andere Gegner in jedem Dungeon auftauchen. Am Anfang jedes Dungeons bekommen wir eine Waffe und einen Fluch, wobei die Waffen mit dem Prinzip schnell und wenig Schaden bis langsam und viel Schaden funktionieren. Ein Dolch zum Beispiel macht sehr wenig Schaden, kann aber zweimal pro Sekunde angreifen, der Hammer hingegen macht sehr viel Schaden, kann aber nur alle 0,25 Sekunden angreifen. Außerdem bekommt die Waffe eine von sieben Formen und kann dann zum Beispiel Giftschaden oder Lifesteal bekommen. Aus den 5 verschiedenen Waffen und 7 verschiedenen Waffeneffekten ergeben sich somit also 35 verschiedene mögliche Waffen, wobei sich leider viele von den Waffen nicht wirklich einzigartig anfühlen und effektiv eher 5 wirklich besonders sind. Dazu kommen 24 verschiedene Flüche. Aber auch diese folgen dem gleichen Prinzip. Sei es nun die Druckwelle, die Gift, Unbesiegbarkeit oder Frost auslöst, oder das Projektil, das Gegner verzaubern kann oder einfach nur Schaden verursacht. Alles in allem fühlen sich die verschiedenen Zusammenstellungen also nicht einzigartig an und sorgen damit wenig für Vielfalt in den einzelnen Runs. Na gut, Waffen und Flüche machen es also nicht wirklich einzigartig, aber es gibt ja auch noch die Tarotkarten. Und zwar 36 Stück. Auch wenn einige eher Steigerungen sind wie ein halbes Herz, ein ganzes Herz und zwei Herzen, gibt es auch Besonderheiten wie zum Beispiel Giftpfützen beim Ausweichen oder doppelte Ressourcen. Aber wirklich einzigartig fühlen sich leider auch die Karten nicht an. Insgesamt ergibt sich daraus ein Dungeon Crawl Anteil, der eigentlich ganz gut ist, aber durch den Mangel an Vielfältigkeit in der Ausrüstung schnell mal repetitiv wirkt. Die Karte der Dungeons besteht eigentlich aus zwei Karten. Wir haben eine quasi Oberweltkarte und die direkte Dungeon Karte. Die Oberweltkarte zeigt uns, was uns im nächsten Bereich erwartet, seien es Ressourcen wie Holz, Steine, Herzen oder Anhänger oder auch Kampfareale, in denen mehrere Räume und auch andere Sachen findbar sind. Die direkte Karte führt uns durch die Kampfareale des Dungeons. Hier laufen wir quasi von Kampf zu Kampf, können aber auch dem Schmied, dem Kartenleger oder anderen Personen und Events begegnen. Die letzte Kachel der übergeordneten Karte ist dabei immer der Bosskampf. Die ersten drei Male ist das ein verstärkter Anhänger des jeweiligen Bischofs, beim vierten Mal ist es der Bischof selbst. Von da an sind die Dungeons nahezu endlos und der Boss des ersten Abschnitts wird immer der sogenannte Zeuge sein. Zusätzlich werden sämtliche Gegner in den Dungeons stärker, damit sich das Farmen der einzigartigen Dungeon-Ressourcen nicht wie ein grobes Abschlachten anfühlt. Zu guter Letzt kann es natürlich auch passieren, dass man im Verlauf eines Dungeons stirbt. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn jener, der wartet, schickt uns einfach zurück unter die Lebenden. Natürlich verlieren wir einen Teil der gelooteten Ressourcen und unsere Anhänger verlieren ein wenig den Glauben, weil sie sehen, dass wir doch sterblich sind, aber sonst bleibt alles wie gewohnt.
Dann kommen wir mal zum Strategie-Simulations-Basenbau-Teil des Spiels. Wir leiten einen Kult, also schauen wir uns als erstes mal unseren Tempel an. Hier halten wir die Predigt, mit der wir die Hingabe unserer Gläubigen aufnehmen, die wir brauchen, um neue Waffen und Flüche freizuschalten. Zusätzlich können wir hier verschiedenste Rituale durchführen, die uns unterschiedliche Boni für unseren Kult geben. Die Rituale bekommen wir unter anderem über die Doktrinen, die wir verkünden, die so ziemlich die Regeln unseres Kults darstellen. Außerdem lassen sich hier neue Fliese freischalten, welche im Gegensatz zu den Waffen und Flüchen wirklich Einfluss auf das Geschehen in den Dungeons nehmen. Aber natürlich haben unsere Anhänger noch mehr zu tun, als uns den ganzen Tag anzubeten, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Sie haben neben ihrem Glauben grundlegende Bedürfnisse, also brauchen sie einen Platz zum Schlafen, man muss sich um ihre Hygiene kümmern, indem man ihren Kot und ihr Erbrochenes wegräumt, und man muss sie mit Essen versorgen. Natürlich kommen die Sachen dafür nicht einfach so aus dem Nichts. Neben dem Schlachten der Ungläubigen müssen wir also Ressourcen farmen, wie Holz, Stein, Geld und die Nahrung, die wir brauchen. Damit können wir Betten, Toiletten, eine Kochstelle und viele andere nützliche Gebäude in unsere Kultsiedlung bringen. Zwei weitere wichtige Gebäude sind der Missionar und die Dämonenbeschwörung. Mit dem Missionar können wir unsere Anhänger auf Reisen schicken, um bestimmte Materialien für uns zu finden oder auch neue Anhänger. Die Dämonenbeschwörung gibt uns einen Vorteil in den Dungeons, denn unsere Anhänger können zu verschiedenen Dämonen werden, die unseren Schaden erhöhen, mehr Herzen geben oder andere Effekte für uns haben. Wie gut sie dabei sind, hängt vom jeweiligen Level des Anhängers ab. Aber Vorsicht, die Anhänger werden alt und sterben irgendwann, also kann man nicht jeden Anhänger unendlich lange leveln. Gut, Dungeons gesehen und Base gebaut. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir an neue Sachen rankommen. Neue Waffen und Flüche bekommen wir über die Hingabe der Anhänger. Bei Predigten sammeln wir ihre Hingabe ein und können diese hier auch sofort für die Freischaltung neuer Waffentypen oder neuer Fluchtypen ausgeben. Neue Tarotkarten bekommen wir aus unterschiedlichen Quellen. Manche kann man einfach in den Dungeons finden, andere müssen bei bestimmten Händlern gekauft werden. Die Fließe bekommen wir über Talismane, welche wir über Sidequests bekommen können. Kleiner Tipp an dieser Stelle, für erfahrene Spieler lohnt sich am meisten natürlich das goldene Vlies. Außerdem lassen sich mit den Herzen der Bischöfen noch ein paar Verbesserungen freischalten. Zum Schluss die neuen Gebäude. Der Glaube unserer Anhänger wird am Totem in Mitte unserer Siedlung gesammelt und darüber schalten wir Verbesserungen für unseren Tempel und neue Gebäude für unsere Bewohner frei. Was bedeutet das jetzt alles für Cult of the Lamp? Ganz einfach. Es ist ein ganz gutes Roguelite, aber erfindet natürlich auch nichts neu. Es gibt wenig Vielfalt bei den Waffen und Flüchen und die Runs fühlen sich oft gleich an. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, denn so ist jeder Run davon geprägt, wie gut man spielt und nicht wie gut die Items sind, die man bekommt. Auch das Basebuilding erfindet sich nicht vollkommen neu, ist aber ziemlich gut ausgearbeitet und die Erweiterung der Basis macht wirklich Spaß. Was man aber auf jeden Fall positiv anmerken muss, ist die grafische Gestaltung. Die Animationen, die Umgebung und die verschiedenen Dungeons sehen klasse aus. Und außerdem gibt es eine riesige Anzahl an verschiedenen Anhängern, die alle nochmal angepasst werden können. Alles in allem würde ich also behaupten, einen eigenen Kult zu bekommen für ungefähr 23 Euro, ist es auf jeden Fall wert. Asimala.